Von der Bedeutung der Stadt Graz als Wissenschaftsstandort zeugen zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit und Gegenwart. Viele davon werden in der Sondersammlung der Bibliothek der Universität Graz aufbewahrt. Also unter der Signatur Römisch 1, 40, 99 wird an der Universitätsbibliothek Graz in der Abteilung für Sondersammlungen ein besonderes Stück aufbewahrt. Es handelt sich um eines der wenigen gedruckten Exemplare. Ich nehme an, ungefähr 40 Exemplare gibt es noch weltweit, des Sidereus Nuncius oder auch Sternenboten von Galileo Galilei. Es kommt zu uns über die Sammlung des Paul Guldin, der es in seinem Besitz hatte. Das wissen wir aus den zahlreichen Vorbesitzeinträgen und es lag dann längere Zeit auch bei den Jesuiten. Das ist jetzt also dieses berühmte Exemplar von Sidereus Nuncius. Und was wir hier sehen, ist das Titelblatt, ja, mit der typischen Machart der Bücher um 1600, also in der frühen Neuzeit. Wie Sie sehen, ist das Buch in Venedig erschienen bei Tommaso Baglioni im Jahr 1610. Die Mondbeobachtungen Galileis gehören zu den bemerkenswertesten Episoden der Wissenschaftsgeschichte. Also die Episode, damit ist gemeint, die Beobachtung des Mondes durch ein Teleskop, das Galileo im Jahre 1609 selber gebaut hat. Und was interessant ist an dieser Episode ist, dass in diesem Buch eben auch Galileos Zeichnungen, Bilder drin sind, unter anderem eben des beleuchteten Mondes. Und wir sehen hier zum Beispiel eine Einstellung, sozusagen eine Bildeinstellung, in dem der Mond sozusagen von horizontal beleuchtet wird. Und es gibt eine helle Seite und eine dunkle Seite des Mondes. Und wenn Sie genau schauen, hat Galilei so winzige kleine weiße Flecken drauf aufgemalt auf der dunklen Seite des Mondes. Ja? Und nach Galileis Interpretation bedeuten diese Flecken Bergspitzen. Das sind die Bergspitzen, die eben die sozusagen vom Licht der Sonne eben auf der dunklen Seite des Mondes eben beleuchtet werden, weil die Berge sozusagen von der Oberfläche, der Mondoberfläche hinausragen. Natürlich sind die sozusagen der verdeckte Teil der Berge sieht man nicht wegen der Wölbung eben der Mondoberfläche. Das Interessante ist nun, dass Galilei sozusagen festgehalten hat, dass diese Punkte etwa 1/20 sind des gesamten Monddurchmessers, der eben als Zahl und als Datum, quantitativ eben bekannt war eigentlich seit der Antike. Und hat also herausgefunden, dass der größte Abstand dieses Flecks zum sogenannten Terminator, das ist eben diese Scheitellinie zwischen dem hellen und dem dunklen Teil des Mondes, eben genau 1/20 ist des gesamten Monddurchmessers. Also Sie sehen, Galilei stellt den Mond eigentlich, der ja eine dreidimensionale Figur ist, in einem zweidimensional da, in einem runden Kreis, obwohl der Mond ja nicht ganz rund ist, und versucht sozusagen die Proportionen, die mathematischen Proportionen hier geometrisch aufzuzeichnen, mit denen er, mit Hilfe dieser Proportionen, er dann die Höhe des Berges, die Höhe der Berge eben berechnen wird. Aber das war für die Zeit eine schon bemerkenswerte Leistung. Ja? Und er kam dann eben auf die Höhe von 5000 Meilen für die Höhe eines Berges, so ungefähr. Der Sidereus Nuncius aus dem Jahr 1610 von Galileo Galilei zeugt von der großen Bedeutung, die Graz schon in der frühen Neuzeit hatte. Die ältesten Schriftstücke, die in der Sondersammlung lagern, sind 2000 Jahre alt. Auch aktuell spielt das Thema Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte eine große Rolle in Graz, weshalb es ab dem Wintersemester 2016/2017 ein spezielles Masterstudium zu diesem Thema geben wird. Geplant ist ja ein Masterstudium Wissenschaftsgeschichte, das eben genau versucht, die am Platz Graz existierenden Universitäten zusammenzuführen, das heißt einzelne Lehrveranstaltungen von diesen Universitäten
zusammenzuführen in ein Master, in ein Masterstudium, das dann auch von den jeweiligen Dozenten dieser Universitäten dann offeriert wird, ja, und durchgeführt wird. Ja. Also das heißt, es wird dann sozusagen eben der Versuch gestartet, eben nicht sozusagen die Disziplinen für sich bestehen zu lassen, also isoliert, sondern zusammenzuführen und in einer Verbund von verschiedenen Disziplinen und Dozenten zu versuchen, ein neues Studium zu entwickeln, das in die Richtung geht, eben einer Meta-Reflexion über das eigene Tun. Ja? Sei das jetzt von der Seite der Naturwissenschaftler wie auch von der Seite der Geisteswissenschaftler. Wir starten mit einem Grundlagenmodul, wo wir sozusagen eine Einführungsvorlesung geplant ist, die als Ringvorlesung gelten soll, wo also die einzelnen Dozenten und Professoren und sich dann vorstellen werden und ihr eigenes Fach vorstellen werden, so dass man eine erste Idee kriegt dessen, was denn die Studierenden da erwartet. Und dann wollen wir schon auch im ersten Semester schon uns über Methodenfragen auseinandersetzen, nämlich einerseits die Methoden der Geschichte, wie haben sich die Methoden der Geschichte entwickelt und gleichzeitig eine neue Art und Weise des Zusammenhangs zwischen Wissenschaft und Philosophie eben darüber nachzudenken. Und diese neue Richtung heißt eine Integrated History and Philosophy of Science. Das heißt konkret, man studiert historische Episoden, ja, die vielleicht in der Vergangenheit stattgefunden haben oder auch bis in die jüngere Vergangenheit auch. Und dann schaut man, was sind die Implikationen, die da drin stehen. Also wenn bestimmte Akteure etwas machen, etwas aufschreiben, in einem Labor etwas forschen, durchs Mikroskop schauen oder durchs Teleskop schauen, welche philosophischen, epistemologischen Implikationen sind drin. Und wir versuchen das dann anhand des historischen Materials sozusagen zu beschreiben. Ja? Einerseits zu beschreiben und dann auch zu schauen, ja, aber und was ist denn da jetzt das Wissenschaftliche dran, ja? An diesen Tätigkeiten, die Wissenschaftler, eben Naturwissenschaftler in Laboren oder eben in anderen Orten, wo eben Wissenschaft stattfindet, was tun sie und wie können wir das beschreiben? Also so solche Fragen werden in diesen ersten Modulen eingeführt und dann gibt es die Möglichkeit, sich dann zu spezialisieren in dem zweiten und dritten Semester, wo je nachdem, aus welcher Richtung man dann kommt oder welche Interessen man mitbringt, man sich dann in die Geschichte der biologischen Wissenschaften spezialisieren kann, wo eben die Biowissenschaften oder wo es das Wort noch nicht gab, die Wissenschaften des Lebens oder vom Leben eben im Mittelpunkt stehen. Wie hat sich überhaupt so etwas wie die Biologie entwickelt? Gerade auch in Konkurrenz zur Physik, ja, oder zu anderen Wissenschaften oder zur Chemie. Oder eben, man beschäftigt sich mit der Geschichte der medizinischen Wissenschaften. Da würden wir dann Mediziner sozusagen werden da gefragt oder Leute, die sich mit der Geschichte der Medizin beschäftigen wollen und die eigentlich alles, was mit dem Körper des Menschen zu tun hat, die Geschichte der physikalischen Wissenschaften, darüber haben wir schon einiges gesagt. Natürlich spielt hier das mathematische Denken eine Rolle, das mathematische Denken als Instrument der Beschreibung physikalischer Prozesse und wie diese Dinge zusammenhängen. Oder man kann eben in Richtung auch eben der Integrated History and Philosophy of Science sich über Beobachtung unterhalten. Was ist wissenschaftliche Beobachtung? Worin unterscheidet sie sich gegenüber einer normalen, sagen wir mal alltäglichen Beobachtung? Was sind spezifische Merkmale der wissenschaftlichen Beobachtung? In Kooperation mit der TU gibt es dann auch die technischen Wissenschaften, die natürlich eben auch auf einer Geschichte basieren. Ja? Und da gibt es auch ein Archiv, das auch viel Material birgt, das eben erforscht werden sollte im Sinne einer eben auch Entwicklung der technischen Wissenschaften, wie wir sie bis heute haben. Und wie ich Ihnen gesagt habe,
Mir ist es wichtig, dass wir die Naturwissenschaften oder die medizinisch-naturwissenschaftlichen Fächer mit den geisteswissenschaftlichen zusammen lehren. Und deshalb gibt es auch ein Modul mit dem Titel Geschichte der Philosophie und der Geisteswissenschaften, wo man sich über die, also die Geschichte der Philosophie, die ja wichtig ist als Partnerdisziplin für die Wissenschaft, schon immer so gewesen, eigentlich seit der frühen Neuzeit, wenn Sie an Leute wie Descartes oder Leibniz oder selbst Newton denken. Und dann eben klar auch die Philologie, die bei uns auch eine Geschichte hat, die wir eben dann auch in einem frühneuzeitlichen Sinn verstehen wollen, wo die Philologie sehr viel mehr beinhaltet als nur sozusagen die sozusagen das eine Wissenschaft, die sich mit dem Wort beschäftigt, sondern das umfasst auch damals schon die Wissenschaften, das Recht, die Literatur, also eine ganze Reihe von Disziplinen, die unter Philologie eben laufen. Ja, und dann gibt es die Möglichkeit eben dann auch diese Kenntnisse, die man dann in diesen Semestern erwirbt, dann auch in einer Art von Praktikum auch dann umzusetzen. Entweder man geht ins Ausland und studiert an einer fremden Universität oder man schaut sich mal ein Labor von sozusagen live an, ja, also wie ein Wissenschaftler arbeitet, oder man geht ins Verlagswesen oder in den Journalismus hinein und versucht sozusagen Artikel zu schreiben, die sich über Wissenschaft, die über Wissenschaft handeln und so weiter. Das wären dann mögliche Anwendungsbereiche eben dieses Studiums.